Ja, da steht Schlange. Das ist die Erfindung jetzt hier für die Bremenade. Das muss jedes Jahr jetzt kommen. Das ist einfach mega. Einfach mega. Und gleich seht ihr Bremen von oben. Bremen von oben. Mega. Ich fahre jetzt gleich Riesenrad. Und dann mache ich die geilsten Bilder auf Bremen von oben. Mega, ne? Der Song Raining Man läuft. Es regnet aber nicht. Wir haben noch Juli, ne? Vollsommer. Riesenrad, Bremen von oben. Ey, das wird so mega. Ihr seht gleich die Fotos. Ich muss jetzt Bremenale fotografieren. Tschüss. Das ist einfach nur geil hier oben im Riesenrad. Weißt du, ich könnte den ganzen Tag jetzt Riesenrad fahren. Musik habe ich jetzt mal vergessen. Jetzt, oh, ist das frische Luft hier oben. Und der Wind, ich muss das schon zeigen. Mal der Wind hier, mal der Wind hier, der bläst mir ins Gesicht. Na, Freunde, ich hatte hier eine Tante wohnen in Bremen. Absolut geil war das. Die hat gleich an der Weser gewohnt. Einmal über eine kleine schmale Straße rüber, was sofort an der Weser. Und es war einfach nur geil. Das war irgendwie so ein Lieblingsort von mir. Ne? Und dann habe ich auch irgendwie mit 9 oder 10 angefangen, Gitarre zu spielen und habe dann als großer Star, der ich ja damals schon sein wollte, habe ich dann die Gitarre bei meiner Tante mit an die Weser genommen, habe da Gitarre gespielt. Ne? Ja, ist eigentlich zu vergleichen wie die Leute auf der Straße, wo Musik machen, ist super. Ich finde das echt genial. Es gibt so geile Straßenmusiker. Ja. Da hat mir aber keiner zugehört, weil da war ja keiner. Dort fährt die Fähre. Okay, jetzt haben wir Havanna. Kaffeesand ist da mega. Klar kenne ich Kaffeesand. Aber da war ich auf der anderen Seite. Da kam aus. Mega. Überhaupt ist Kaffeesand. Da waren wir auch mal letztes Jahr. Davor das Jahr. Letztes Jahr waren wir leider nicht hier. Ah, mega. Bremen. Die Kreisen hier genau vor der Bremenade.